Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Wir sind da, euer Odin und Tigger, der war die ganze Zeit nicht da. Der hat erst jetzt, oh, ich habe Kamera aufgebaut, kam er auch noch nicht. Erst jetzt, wo ich kurz davor war, den Anknopf zu drücken, da kam er an und ist ein bisschen kamerageil. Ja, du kannst dich ja hier hinten hinlegen, Kater. Leg dich hier hin, okay? So. Ist ja gut. Ich wollte eigentlich jetzt hier Unboxing machen. Willst du dich zu mir legen? Ach komm. Dahin. So, hier kannst du liegen. Kannst dich dick machen. Aber so ist er eigentlich nicht. Er will immer im Weg sein. So sage ich ja. So, ein Tickerchen. Papa muss aber jetzt hier runter. Kleberest hier dran. Und zwar wollen wir jetzt die Smart Ambiente Light von Meros unboxen. Die ist auch Alexa-kompatibel, IFT, also IFTTT und Google Home. Ja, Kater. Die werde ich nachher hier auch ins System einbinden. Dann kommt dann noch ein separates Video. Also, Unboxing ist jetzt ein bisschen knapp. So viel ist da nicht drin. Wir haben halt die Lampe. Wir haben USB, einen weißen. Und wir haben von Meros eine Anleitung. Ich werde dann nachher auch noch ein Video machen, wie das alles hier aussieht und alle drum und dran. Auch wieder kurz knapp. Die App brauche ich mir jetzt nicht runterladen. Ich habe sie ja sowieso schon durch die anderen Geräte. Wo Ach, da hauen wir das gleich hinten mit dran. Machen wir ein Video dazu. Nur so ein kurzes Unboxing ist ja auch doof. Ich habe gedacht, da ist ein bisschen mehr drin. So, ich gehe jetzt einfach auf die Meros App. Alexa, Steckdose Esstisch an. So. Dann nehme ich mir mal hier den USB. Einen davon und knüppel den mal hier rein. Ach, da unten. So. Jetzt leuchtet sie und hier vorne blinkt ein rotes Licht. Wir können die jetzt natürlich hier auch umschalten. Ich lasse mal blau drinnen, vielleicht interessant für euch. Ich gehe jetzt einfach Home. Ach, ich habe ein Update. Die Steckdose also hier steht Steckdose Esstisch. Ja, das ist jetzt die Zweifachsteckdose. Die hat ein Update. Deswegen geht das jetzt hier aus. Das haben wir es auch aus. Weil da jetzt gerade ein Update gefahren wird. Das ist ja super, dass sich das gerade ergibt. Dann kann ich euch das zeigen. Ihr seht, jetzt geht es hier wieder an. Alexa, LED aus. Alexa, LED aus. Ja, jetzt geht's. Das ist ja gut, dass ich euch das mal zeigen kann. Und jetzt steht da halt Null Updates verfügbar. Das ist super, dass ich euch das mal zeigen konnte. Und das meine ich jetzt ernst. So, und jetzt gehen wir hier oben einfach auf Plus und jetzt suche ich mir ein neues Gerät aus. Wir haben hier ganz viele, auch Garagentüröffner. Also, ihr könnt auch, gibt es von Meros auch, dann könnt ihr eure Garagentür damit öffnen.
Thermostat, Lichtschalter, Lichtschalter kommt später dran. Smart Burn, Blab. Smart. Humbifell, Smart Fan. Ich glaube, das ist hier oben. Diese Baby Care Maschine. Nee, das ist die nicht. Smart Blab. Das ist eine Smart Birne. Das ist das Befeuchtigungssystem. Das ist ein Ventilator. Ich wusste gar nicht, dass die auch einen Ventilator haben. Also, hier unten haben wir Smart Ambilight. Also ganz unten. So, wir haben es eingesteckt. So. Es blinkt rot. Sagt er mir auch ja. Also, ich soll machen, dass es rot blinkt. Ich sehe ja. Also kann ich hier weiter drücken. Und schon sind wir verbunden. Wir können. Wir können dem jetzt einen Namen geben. Smart Ambilight. Ich lasse mal einfach Smart Ambilight drin. Wir können das auch durch ein Bild austauschen oder durch ein Foto. Weiter. Jetzt fragt er mich, wo ich im Netzwerk eingebucht werden will. Da muss ich natürlich sagen, mein Netzwerk halt hier. Geht nur 2,4 GHz. Fast fertig. Wir beenden die Konfiguration von Smart Ambilight. So. Und schon haben wir sie drin und wir können sie hier über die App an- und ausschalten. Und wir können natürlich auch. Können wir jetzt sagen, hier zum Beispiel, wir können halt die Intensität hier hoch und runter regeln. Also, das ist das. Ich bin über das Ziel hinausgeschossen. Das ist das Hellste. Und wenn ich jetzt hier sage, ich möchte jetzt blau haben, ist blau, oder ich finde ja dieses Aqua, finde ich ja ganz toll so. Oder hier haben wir dann noch ein bisschen. Oder grün. Oder gelb, rot. Ich finde dieses Aqua ganz gut hier. So. Dann können wir das einschalten. Wir können aber auch wechseln zum normalen Licht. Also wir haben jetzt hier buntes Licht. Und dann haben wir auch da auf der anderen Seite hier unten da nochmal normales Licht. Wenn wir darauf jetzt wechseln, dann können wir auch hier die Intensität einstellen. So 100% und wir können hier, ich gehe mal ganz nach hinten, zack, hier ist dann halt so und hier können wir dann Stück für Stück dunkler gehen. Ich mache mal von hinten. Ich denke mal, so ist eigentlich ganz angenehm abends. Oder so. Und wie gesagt, ihr könnt dann auch die Intensität runternehmen. Ihr könnt dann halt nur so ganz schwach leuchtend machen. Und wenn ihr dann halt ein ganz dunkles habt, dann sieht das so aus. Und bei dem hellen halt so. So, ihr könnt ja mal so machen. Mal ins Meer. Ich mag diese hellgreine Weiß, mag ich nicht. Ich über Ziel hinausgeschossen, so 99%. Wir können jetzt hier nämlich, also mit dem Rad drehen, außen und innen finde ich ein bisschen, naja, bei euch kommt es glaube ich ein bisschen grün rüber, so sieht es jetzt auf dem Bildschirm jedenfalls aus, ist aber weiß. Und wie gesagt, wir können halt auch umwechseln. Und dann haben wir hier halt noch, können wir austauschen, Bild, wir können den Namen ändern, wir können das in verschiedene Räume packen.
Aber wie nenne ich denn das? Dass ich das auch richtig betone, weil A-Punkt hat ja da manchmal ein bisschen Probleme. Dann gehen wir runter. Ich nenne das jetzt einfach mal nur Ambilight. Speichern. So, und jetzt sollte das eigentlich, wenn ich jetzt auf Geräte gehe, Geräte hinzufügen, Gerät hinzufügen, und dann gehe ich auf Meros, also erstmal auf Licht, Lampe, gehe auf Meros, ja, ich finde gerade Meros gar nicht. Schalter ab. Oh Kater, du bist heute echt aufdringlich. Ich sag einfach mal Sonstiges und Geräte suchen. Und jetzt such da Geräte. Alexa, Ambilight aus. Hat er zum Beispiel noch nicht gefunden? Wir sind auch noch mal überprüfen. Ist er nicht. Anstatt dass sich weiter oben hinlegt, ja, dann kann man auch kraulen. Ja, aber da ist man ja natürlich nicht mitten im Geschehen mit bei. So, wir haben jetzt hier gleich geschafft. Wir sind jetzt gleich fertig. Also ist alles kein Hexenwerk. So, wir haben eine Lampe hinzugefügt. Gerät einrichten, Lampe, Gruppe wählen. Und dann kann ich jetzt gleich sagen, ich möchte es ins Wohnzimmer. So, Wohnzimmer. Oh Gott. In meine Gruppe. Und wir haben auch noch benutzerdefinierte Gruppen. Wohnbereich, Keller, was weiß ich. So. Aber ich nehme meinen eigenen Bereich zur Gruppe hinzufügen. Weiter. Ambilight. Und bereit. Okay. So, wenn ich jetzt sage, Alexa, Ambilight aus. Meintest du Ambient Light? Ja. Alexa, Ambient Light an. Also ich muss sagen Ambien. Alexa, Ambien Light grün. So. Wir können aber auch sagen, weil es im Wohnzimmer ist. Und wenn das das einzige Gerät im Wohnzimmer ist, geht das auch ganz gut. Alexa, Wohnzimmer grün, gelb. Alexa, Wohnzimmer blau. So. Und dann haben wir nämlich alles... in einem. Alexa, Wohnzimmer türkis. So. Und schon haben wir hier alles schön gebündelt. Achso, jetzt ist das andere Ohr alle gleich angegangen. Das ist halt der Nachteil, wenn man viel hat. Geht auch viel. Weil wenn ich jetzt hier, ich habe hier nämlich schon was vorbereitet für die nächsten Videos. Weil jetzt ist alles da. Jetzt kann ich alles hier anschließen und euch zeigen, dass es auch funktioniert. So. Und wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel, Alexa, Wohnzimmer rot. Alexa, Ambient Light grün. Alexa, Wohnzimmer türkis. So, da wird dann nämlich alles. Alexa, Ambient Light aus. Alexa, LED aus. Ach, wie heignet anders?
Kein Plan, glaube ich. Alexa? LED, keine Ahnung, aus. Das heißt LED, keine Ahnung, weil das ist erstmal nur so Zwischenteil. Das kommt noch. Kann ich jetzt nicht erzählen, für was das später sein wird, aber ich denke mal, einige von euch können sich das denken. So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde die jetzt hier im Wohnzimmer erstmal verbauen, die Lampe. Und dann werde ich gleich ein Video machen. Hier werde ich noch kein Video machen können. Ich habe auch noch so einen Lichtschalter von Merus Meholt. Der soll auch ins Wohnzimmer hin, damit er mir die Decke an- und ausschaltet. Aber da traue ich mir ehrlich gesagt an so einen Lichtschalterwechsel nicht ran. Und durch Corona verzieht sich das jetzt alles. Da werde ich später dann ein Video machen. Das lasse ich meinen Onkel anbauen, der ist Elektriker. Da bin ich auf der sicheren Seite. Deswegen, das mache ich natürlich nicht selber. So, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde jetzt das Alexa Gadget Video machen, wo ich euch eine zeigen werde, wie ich das hier angebaut und ausgebaut habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, seid euer Odin.